Was geht ab, Leute? Es ist Mittwoch, der 10. April 2019 und ihr hört Schlimmbecks Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Ihr hattet Zeit, mal wieder gehörig die Seele baumeln zu lassen. Was ist das für ein Ausdruck, die Seele baumeln lassen? Oder wer kommt überhaupt auf so eine Idee? Wie muss man sich das vorstellen? Wenn man sowieso nicht weiß, wie die Seele aussieht, aber komm, ich lass die jetzt einfach mal raushängen und baumel die da irgendwie so durch die Gegend. So ein Typ, der irgendwie so ein seelenloser Typ, der da einfach so durch die Gegend läuft und die Seele baumelt, so schleift so hinterher. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe kein gutes Bild dafür, aber die Seele baumeln lassen, das ist ein traumhafter Ausdruck. Ah, so, Mann, die Pressemeldung ist raus. Amazon veröffentlicht jetzt seine Stand-Up-Comedy-Specials. Ganz toll, Wahnsinn. Nachdem ich mich im Oktober 2017 mit denen getroffen habe, kommen sie jetzt halt auf die Idee und sagen, nein, das machen wir jetzt einfach selber. Die Idee war gut. Damit machen wir jetzt aber auf Nummer sicher. Wir nehmen Comedians, die jeder kennt. Ne? Wir nehmen sie jetzt. Kristall, der präsentiert das ganze Ding. Dann kommt dann der Thorsten Bär, den ich sogar sehr gerne mag. Comedy Grand Prix Gewinner Tutti Tran. Glaube ich Nightwash Gewinner. Dann haben sie noch Simon Pierce, den ich auch gerne mag. Ozan Yaran, sehr gute Wahl natürlich. Masud ist dabei. Und Ingmar Stadelmann. Gut. Also, wir nehmen eine Auswahl, wo man nichts falsch machen kann, oder? Wo quasi die Leute sich schon darauf geeinigt haben, dass das Ganze in Ordnung ist. Da kann nichts schief gehen. Das Mutigste ist so wahrscheinlich Masuru und Ozan, wobei Ozan auch ein starkes Management hat. Ist ja alles okay. Hey, kein Neid, alles okay. Nur Frauen überhaupt nicht. Da ist leider kein Mut bewiesen. Und naja, generell, ich weiß nicht, 25 Minuten oder 20 Minuten, wie viel Zeit sie da bekommen, ist halt einfach schade. Da hätte man mehr draus machen können. Weil man kann auch mit dem gleichen Produktionsaufwand, kann man auch einem Künstler ein paar Minuten mehr geben und dann erfährt man vielleicht ein bisschen mehr über ihn und man muss nicht am Anfang Kristall auftreten lassen, der da 5 Minuten Jokes erzählt und dann so und jetzt aber. Ach. Na. Wie gesagt, ich mach's selber. Ich glaube, das ist die beste Idee. Aber es ärgert einen halt so. Vor allem, es bringt einen in die Situation, dass man sich denkt, dann komme ich doch gar nicht mit einer Idee und gehe auf irgendjemanden zu, weil er klaut sie mir doch eh. Man fühlt sich einfach irgendwie schmutzig, meiner Meinung nach. Und man will auch mit keiner kreativen Idee mehr an irgendjemanden hingehen, weil man kein Vertrauen mehr hat an die Großen, an die Mächtigen, weil sie ihre Macht halt ausnützen. Naja, und das hat mich so ein bisschen so wieder daran erinnert, dass ja in der Medienbranche ja nicht so besonders sauber zugeht und das nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Und ich habe mich an dieses alte, leidige Thema Gag-Klau erinnert. Und das Thema ist vielleicht wahrscheinlich für euch Hörer da draußen was komplett Neues, aber für uns Comedians natürlich ein zentrales Thema. Also für die einen mehr, für die anderen weniger. Für die einen passiv, für die anderen aktiv. Aber es geht natürlich darum, dass man sich als Comedian einen guten Witz ausdenkt und dann einfach ein anderer Comedian einfach nimmt. Und da gibt es natürlich die verschiedenen Richtungen des Gag-Klaus. Da gibt es einen sehr schönen Podcast übrigens, den David Grashoff aufgenommen hat. Wenn ihr mal Lust und Zeit habt, den könnt ihr auch abonnieren. David Grashoff Podcast mit 2 T. Er sagt, ihr wisst schon warum, ich sage euch, man hört es auch am Echo von den Fliesen, wo er denn aufnimmt, Podcast mit 2 T, ohne Sinn und Verstand heißt der. Und da spricht er in der Folge 26 über Gag-Klau. Und da geht er auch sehr, sehr gut auf den Prozess ein, wie es passieren kann, dass man einen Gag klaut. Ja? Wie, dass man vielleicht die gleichen Gedanken hat, dass ein Thema vielleicht gerade durch die Medien geht und sich jeder die gleichen Gedanken macht. Er macht das so ein bisschen am Thema Twitter fest. Es gibt ja auch Comedians, die sich auf Twitter sehr fleißig betätigen. Andreas Weber zum Beispiel ist jemand, der seine Gags oft ja auf Twitter testet und guckt, wie das Feedback so ist. Und dann irgendwann schaffen sie es vielleicht auf die Bühne. Johnny Armstrong schreibt viele One-Liner auf seinem privaten Facebook-Profil und feilt dann so daran und irgendwann wandern die in sein festes Programm.
Und das hat mir der Andreas Weber zum Beispiel auch bestätigt, dass es ihm schon öfter passiert ist, dass dann ein Gag von ihm dann plötzlich als kleines buntes Bildchen auf Nein Gag auftaucht, wo dann drunter auch der Copyright-Hinweis Nein Gag vermerkt ist. Und es ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil in dem Augenblick, wo du diesen Witz gespielt hast auf der Bühne und jemand den schon bei Nein Gag gelesen hat, dann denkt er sich doch, na toll, ich dachte, du machst originelle Witze. In Wirklichkeit klaust du deine Gags bei Nein Gag. Und es kann sich keiner vorstellen, dass es eigentlich andersrum war. Und das ist, glaube ich, eher das Problem. Das ist das Problem, wenn die mit der großen Reichweite sich frank und frei bei den Kleinen bedienen und es als ihres ausgeben. Und weil der Kleine natürlich dadurch in diese Beweislast gezwängt wird, zu sagen, nee, Moment, das war doch mein Witz. Und die Leute sagen sich, ja, ja, klar, warum sollten die bei dir klauen? Ist doch lächerlich, ne? Ja, und dann musst du halt dann anfangen, deine eigenen Witze zu googeln. Am besten auf Deutsch, dann auch auf Englisch noch. irgendwo muss aber auch Schluss sein. Und mir ist das selber auch schon mal passiert. Dann habe ich auch festgestellt, der Witz wurde schon gemacht. Vergiss es, bei manchen Witzen machst du es einfach nicht. Vor allem, wenn du denkst, da bin ich selber drauf gekommen. Es kommt aus meinem eigenen Alltag, ist mir selber so passiert. Und im Zweifel musst du den Joke dann einfach wegwerfen. Oder du denkst dir, wird schon nicht auffliegen. Dem Comedian Kalle aus Berlin ist was Ähnliches passiert. Der hat einen sehr schönen Joke gemacht über Benjamin Blümchen, hat gesagt, wie kann dieser Zoo immer von der Pleite bedroht sein, wenn ich den entsprechenden Elefanten hätte, dann hätte ich alles andere als Geldprobleme. Ich glaube, so ungefähr ging dieser Witz. Und dann plötzlich entdeckt er diesen Witz irgendwo im Internet. Ich habe ihn mal gefragt, wie es ihm denn dabei gegangen ist, ne? Weil dieses Thema, dass andere auf den Gedanken kommen, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und irgendwann wird man plötzlich damit konfrontiert und weiß dann nicht, wie man umgehen soll damit. Kalle. Ja, das ist eine ganz simple Sache. Das war sogar, die ganze Sache war innerhalb von 24 Stunden, weniger als 24 Stunden hat sich das geklärt. Ich hatte irgendwie tagsüber, Benachrichtigungen bekommen von Freunden auf Instagram, die einen Beitrag auf thebestsocialmedia.de gesehen hätten. Die reposten so Twitter-Sachen und so ein Kram immer. Und da war ein Post von Marlene Helene, der die gleiche Prämisse hatte wie mein Benjamin Blümchen-Witz. Und der Post von ihr war auch noch irgendwie nicht mal kurze Zeit später nach meinem Auftritt im Quatsch Comedy Club, wo ich den gemacht hatte. Und dann war ich der Meinung natürlich, dass sie ihn von mir hat. Und dann hatte ich halt recherchiert, zusammen mit anderen Comedy-Kollegen, hat nicht mal eine Stunde gedauert, wenn überhaupt. Dann haben wir halt rausgefunden, dass Boxenlude schon 2016 auf Twitter genau die gleiche Prämisse hatte. Also nicht wortwörtlich, wir alle drei haben unterschiedliche Ansätze gehabt, aber die Prämisse war die gleiche immer am Ende, dass halt Benjamin Blümchen entsprechend Elefant ist und der Zoo immer Geldprobleme hat. So, dann haben wir das unterschiedlich geäußert. Aber dann war mir klar, okay, ich kann den Witz halt auch nicht länger mehr behalten, wenn er nicht mehr selber von mir war. Was halt witzig ist, ich dachte, sie hatten von mir, dabei hat sie von jemand anders und ich habe mir, das ist kurios. Und deswegen habe ich auch dieses Statement dazu gemacht, das Video, wo ich halt sage, okay, was halt passiert ist, damit halt klar ist, okay, wenn sowas vorkommt, dann nimmt man ihn halt raus, ist doch nun mal so. Also, es kann ja mal passieren, weißt du, aber da muss man halt auch dann ehrlich dann sein und das dann auch rausnehmen, bin ich der Meinung. Absolut, sehe ich auch so. Kalle aus Berlin, auf Facebook Kalle Comedy und auf Instagram auch nur Comedy mit einem K. Also vielen, vielen Dank, Kalle. Da ist ja nochmal glimpflich ausgegangen. Es gibt ja auch dann Fälle, die auch nicht ganz so schlimm sind, aber trotzdem schmerzhaft. Zum Beispiel, wenn deine Comedy nachgemacht wird auf einem kleineren Level, keine Ahnung, wenn es im Schultheater nachgespielt wird oder im Karneval. Das kann ja passieren. Doof ist dann nur, wenn die Reichweite auf einmal so groß ist, dass es irgendjemand dann dort mitfilmt und online steht und das Ding Klickzahlen bekommt ohne Ende. So ist es Lisa Koos aus Aachen passiert. Die hat eine sehr lustige Nummer über russische Männer, deutsche Männer, türkische Männer. Ich spiele euch jetzt mal das Original vor und danach die Kopie von einem Karnevalsauftritt. Sehr gut, 1:1 nachgemacht, muss ich sagen. Ja, weil ein Mann muss Frau beschützen. Ein russischer Mann kann schießen Kalaschnikow, kann mich beschützen, weiß ich. Ja, ein türkischer Mann kann zum Beispiel Messer.
Oder kann holen seine Bruder, seine Schwager, seine Schwester, was weiß ich, kann mich beschützen. Was kann eine deutsche Mann? Was kann eine deutsche Mann? Müll trennen. Wie soll mich beschützen? Wie soll mich beschützen? Mit Müll werfen, mit getrenntem. Das war Lisa Kos 2013 und jetzt kommt die Kopie von irgendeinem Karnevalsauftritt irgendwo in 2015. Muss Frau auch beschützen. Russischer Mann kann holen Kalaschnikow. Kann mich beschützen, weiß ich. Türkischer Mann kann zum Beispiel Messer oder kann holen Bruder, Schwager, Schwester, wen auch immer. Kann mich beschützen. Was kann deutscher Mann? Was kann deutscher Mann? Müll trennen. Eieiei, harte Nummer eigentlich, oder? Vor allem, wenn es wirklich Wort für Wort so geklaut wird. Und ja, wie fühlt sich das an? Ich habe Lisa mal gefragt. Naja, also ein schönes Gefühl ist es nicht, natürlich. Also als das passiert ist, habe ich das echt nicht glauben können. Ich habe das per WhatsApp geschickt bekommen, das Video. Und eine Kollegin hat mich einfach angeschrieben und gefragt, guck mal, ist das nicht dein Text und mach dir das mit deiner Erlaubnis? Und ich so, nee, kenne ich nicht, ich kenne die Frau nicht. Ja, man fühlt sich schon, also im ersten Moment habe ich gedacht, ja, irgendwie, weil man so oft davon hört, dass Gags geklaut werden, habe ich gedacht, ja, jetzt ist der Moment gekommen, es kann auch, ja, ich wusste, dass es mir auch mal passieren kann, aber schlimmer wurde es später, ehrlich gesagt. Also so richtig schlimm wurde es, als jeder, der davon mitbekommen hat, dass mir das passiert ist, meinte, irgendwie mich überall markieren zu müssen, wo diese Frau auftaucht im Netz. Ne? Also das war sehr anstrengend, weil ich dann jedes Mal damit aufs Neue konfrontiert wurde. Das mit dem Kontaktieren hat nicht geklappt, weil diese Frau einfach nicht auffindbar war. Das ist keine Kollegin in dem Sinne. Das ist eine Frau, die anscheinend auf eine Karnevalssitzung diese Nummer komplett einfach kopiert hat und gemacht hat. Und jemand hat das aufs Handy gefilmt und hat das einfach weiter geschickt. Und dann ist das viral gegangen. Also jeder hat das Video bekommen. Und jetzt fühlt sich das so an, als wäre der Gag gar nicht von mir. Und ich ja, also wir haben wirklich die Frau nicht gefunden. Die war so stark verkleidet auf der Bühne, dass man gar nicht so das Gesicht so richtig erkennen konnte. Und ja, das ist, also ich habe mit meinem Agenten darüber gesprochen und der hat zwar was versucht zu finden, stattdessen hat er noch eine Frau gefunden, die auch eine Nummer von mir oder ein paar Gags von mir gemacht hat. Und da ist eine andere Situation. Das war so eine Newcomerin. Das war so eine Newcomer-Show, auch übrigens irgendwie im Rahmen des Karnevals. Und sie habe ich kontaktiert, beziehungsweise hat mein Agent kontaktiert. Und sie hat sich auch einfach tausendfach entschuldigt und hat einfach gesagt, ja, das war mir gar nicht klar, von wem dieser Gag ist. Das hat sie wohl irgendwo im Freundeskreis immer gehört. Nachvollziehbar, dass sowas passiert. Ich weiß ja auch, dass wir dass Erkan und Stefan Gags von Leuten im Schultheater nachgespielt wurden oder wie auch immer. Damals war, gab es natürlich noch nicht die Möglichkeit, dass jemand das Ding filmt, online stellt und es sofort viral geht. Wobei, wenn du als großer Comedian auf der Bühne stehst und irgendwo spielen Kids was nach, ist es ja klar, wer was von wem hat. Vor allem, wenn es auch dann Monate oder Jahre später erst passiert. Aber was ist, wenn du jetzt gar nicht so bekannt bist? Was machst du denn dann mit dem Gag? Kannst du ihn überhaupt noch spielen? Das Problem ist einfach, also wenn ich diesen Gag spiele, ich spiele dann weiterhin den Gag. Und mein Video existiert natürlich weiterhin. Das ist sogar für mich, also existiert auf YouTube. Das ist für mich sogar der Beweis dafür, dass es mein Gag ist, weil das Video sehr alt ist. Und ihr Video halt eben neuer ist. Und das lasse ich auch gerne so. Das Problem ist halt nur, ja, spielt man diesen Gag noch im eigenen Programm oder nicht? Und das mache ich trotz allem weiterhin. Wobei ich auch oft das Gefühl habe, dass
dass es sein kann, dass ein paar Leute im Publikum vielleicht denken, ich hätte das von dieser Frau geklaut oder so. Aber da ich weiß, dass es dem Publikum letzten Endes ziemlich egal ist, habe ich einfach beschlossen, ich spiele den Gag einfach weiter. Der ist meiner, der passt einfach zu meiner russischen Figur und das mache ich einfach so. Eine Weile später, so nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren, ist es ja wieder aufgetaucht, das Video von der Frau. Und das ist halt nicht cool, wirklich nicht so cool. Auf der anderen Seite, ja, haben mir viele gesagt, hör mal, das ist ja so ein Beweis deines Erfolgs, das heißt ja, dass du richtig gut bist. Ja, kann mir nur dafür nichts kaufen, ne? Also jetzt hier in dieser Situation, ich habe ja nichts davon. Also die Frau hätte dadurch sehr bekannt werden können, aber die ist halt eben eine Amateurin, keine Profi-Liga sozusagen und das hat das alles ein bisschen für mich einfacher gemacht, ehrlich gesagt. Ich hatte da in dieser Hinsicht einfach irgendwie auch Glück und die Frau hatte Glück ebenfalls, dass sie eben nicht auffindbar ist und nicht zu erkennen ist. Insofern gibt es da keine Lösung, die gefunden hätte gefunden werden können. Danke, Lisa Koos aus Aachen. Lisa mit ZKOS, Lisa Koos, nicht nur eine tolle Comedienne, sondern auch eine ganz famose Singer-Songwriterin. Was ist aber, wenn die ganz, ganz Großen bei dir klauen und du komplett mit dem Rücken an der Wand stehst und machtlos bist, weil du weißt, okay, da ist ein fetter Sender, da sind Anwälte, im Notfall habe ich überhaupt keine Chance. Einmal musste sogar, ich nenne hier eigentlich keinen Namen, aber da wurde es ja öffentlich, Faisal Kavusi musste den Hamburger Comedy-Pokal samt Preisgeld zurückgeben, weil die Nummer 1:1 quasi geklaut war. Die Erklärung war, Leistungsdruck, der Sprung in die Bekanntheit war zu groß, er musste neue Sachen liefern und hat sich halt dann einfach bei einem US-Comedian bedient. Aber mir ist vor kurzem ein anderer Fall aufgefallen, wo er sich schon wieder bei einem US-Comedian bedient hat, der allerdings in Deutschland lebt. Hört mal rein, ob euch da was bekannt vorkommt. Und ich war auf diesem Schiff, ich habe zwei Shows gespielt und bei der ersten Show waren 800 Leute da, 1200 waren auf dem Schiff, das heißt nicht alle haben mich gekannt. Und am nächsten Tag von der Reise war ich so auf dem Schiff unterwegs und da habe ich eine ältere Dame gesehen, die wirkte ein bisschen verwirrt. Bin ich zu ihr gegangen, habe gesagt, ja, kann ich Ihnen helfen? Sie sagte, ja, ich kann mein Zimmer nicht finden. Und da habe ich gesagt, kein Problem, ich kenne mich hier aus, ich bringe Sie hin. Hat sie eingehakt, sind wir so durchs Schiff gelaufen und irgendwann fragt sie mich so, und was machen Sie hier auf dem Schiff? Und ich verarsche ja gerne Leute, da habe ich gesagt, so, ich bin hier der Gigolo. Und das Geile ist, da kommt eine andere ältere Dame. Und während sie geglaubt hat, ich sei der Gigolo, kommt eine andere ältere Dame um die Ecke, kommt zu mir und sagt, du warst gestern super! Spaß gemacht. Spaß gemacht. Ja, das war Faisal Kavusi und hier kommt Johnny Hollywood, 1-2 Jahre älter. Auf diese letzte Kreuzfahrt war es richtig schön. Ich ging durch den Lobby und da steht eine ältere Frau da und guckt auf ihren Schlüssel und ist total irgendwie verloren. Ich habe gesagt, kann ich Ihnen helfen? So sagt sie, ich weiß nicht mehr, wo mein Zimmer ist. Ich sage, lassen Sie mal die Nummer gucken. Ich sage, ach, ich kann Ihnen dahin bringen, das ist ganz in der Nähe von meiner. Sagt sie, oh, danke schön. Ich nehme sie im Arm, wir gehen den Gang runter und sie sagt, ach, das ist sehr nett von Ihnen. Und Sie kennen sich aber auf diesem Boot sehr gut aus. Ich sage, ja, ich bin auf dieser Kreuzfahrt schon einige Mal gewesen. Und sie sagt, oh, was machen Sie denn, dass Sie so viele Kreuzfahrten erlauben können? Ich denke, sie weiß nicht, wer ich bin. Ich werde ein bisschen Spaß haben. Und ich gesagt, oh, ich bin ein Gigolo. In dem Moment kommt eine Frau uns entgegen, die meine Schulli am Abend vorher gesehen hat. Sie sagt, hey Junge, letzten Abend warst du fantastisch. Ja, Applaus, wem Applaus gebührt. Ist natürlich schwierig, was macht man? Keine Videos mehr auf YouTube hochladen oder doch, um es zu beweisen oder jeden Auftritt. Manche Leute sagen auch, scheinbar in Berlin sollte man vorsichtig sein, weil da sitzt manchmal der Autor von einem großen deutschen Kabarettisten, Arzt, Medizinkomiker drin. Ich darf natürlich keinen Namen sagen, weil es ist ja nichts bewiesen. Aber tja, Gagklau gab es übrigens schon immer. Es ist kein Geheimnis, dass Dennis Leary, den man eigentlich heute kaum mehr als Comedian kennt, sondern eher als Schauspieler, zum Beispiel ein komplettes Set von seinem Kollegen Bill Hicks geklaut hat. There is no cure for cancer hieß dieses Ding. Und die waren beide sehr gut befreundet. Und tja, der hat die einfach die Nummer 1:1
ja, nachgemacht, imitiert, veröffentlicht und das hat die Freundschaft der beiden auch nachhaltig beeinträchtigt. Zuletzt gelacht hat dann allerdings Dennis Leary, denn Bill Hicks ist danach auch gestorben. Es gab tatsächlich kein Heilmittel für Krebs. In dem Set ging es um Rauchen, um Krebs, um ungesundes Leben und so weiter. Wenn ihr Lust habt, dann googelt das mal auf YouTube oder YouTube das mal auf Google. There is no cure for cancer. Dennis Leary und Bill Hicks. Sehr interessantes Ding. Oder hört mal hier rein. Das eine ist Tommy Tiernan 2011 aus seinem Soloprogramm Crooked Man, Married Man. Und das andere ist von 2013 Ingmar Stadelmann, den kennt man ja auch. There was a talent show on in our kid's school recently. Und bei dieser Talentshow an der Schule hat eine Sechsjährige eine Rolle vorwärts auf einer Matratze gemacht. And an 8-year-old girl did a tumble onto a mattress. Bei einer Talentshow. Eine Rolle vorwärts auf einer Matratze. At a fucking talent show. A tumble. Und die Eltern sitzen neben mir und machen die ganze Zeit. Und ich frage, was ist denn los? Wir sind so aufgeregt. Ich frage, wieso? Wir sind uns nicht sicher, ob sie es packt. And I say, it was touch and go if she was going to make it there for a while or not. She came down with the fucking twack. Und als dann dieser vakuumverpackte Rollmops auf die Bühne kam, she stood up, vacuum packed. Und als sie fertig war, steht sie so da. Jetzt hat sie gerade eine olympische Goldmedaille gewonnen. She stood up as if she'd won an Olympic medal. And we had to clap. Und alle applaudieren. Standing ovation für das fertige Kind. And I was there. What the fuck? Und ich bin der Einzige im Saal, der denkt, was zur Hölle? Das ist doch scheiße. This is bullshit. We were basically just congratulating gravity. Im Grunde genommen applaudiert ihr doch alle gerade wegen der Schwerkraft. Ja, genau. Warum applaudieren wir hier? Weil wir halt nicht wissen, dass es auch ein Original dazu gibt und weil der andere das halt sehr schön auswendig gelernt und aufgesagt hat. Aber die ursprüngliche Idee, der ursprüngliche Gag, die ursprüngliche Arbeit hat jemand anders geleistet und das ist immer schade. Wir als Erkan und Stefan waren ja übrigens auch nicht über jeden Zweifel erhaben, muss ich jetzt dazu sagen. Wir kamen ja ziemlich gleichzeitig damals raus, als auch Mundstuhl an die Öffentlichkeit kam, wobei man dazu sagen musste, damals war das einfach ein zeitgeistiges Thema, das grassierte so in jeder Stadt. Nur waren wir schon am Drehbuchschreiben für unseren ersten Kinofilm, nachdem wir schon 4 Jahre im Radio waren, als dann die erste Mundstuhl-CD auf den Markt kam und wir dann davon erfahren haben. Und nachdem der Kinofilm sehr erfolgreich war, haben wir uns überlegt, wie könnte man es denn in einer Fernsehsendung machen. Und was wir so kannten und spannend fanden, war damals Wayne's World. So hieß es, wir machen eine Art Piratensender für unsere Jungs aus der Hood und so weiter. Und wollten so eine Art Sendung mit der Maus für Ghetto-Kids machen, so aus unserer Perspektive die Welt erklären. Und dann kam dann der Filmproduzent damals auf uns zu und meinte, guck mal, ich habe hier ein VHS-Tape. Das könnt ihr euch, das ist doch genau das, was ihr machen wollt und zeigt uns die Ali G Show. Und wir dachten uns, nein, wie geil, so könnte es funktionieren. Und dann haben wir quasi, jetzt nicht 1:1 kopiert, aber wir haben uns quasi so diese Machart von der Ali G Show haben wir uns zu Herzen genommen und haben dann quasi so uns dumm gestellt und haben Wissenschaftler, die einigermaßen betriebsblind waren, haben wir dann quasi aufs Glatteis geführt. Und um es auszuprobieren, haben wir tatsächlich einmal auch einen Drogenfahnder interviewt. Und das ist dann aber nie in die wirkliche Sendung gekommen, sondern ist dann am Ende, ich glaube bei der zweiten Hetner TV-DVD-Box, haben wir es dann beim Bonusmaterial, haben wir unseren Piloten, der allerdings nie ausgestrahlt wurde, da haben wir es dann reingepackt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal selbst davon überzeugen. Guckt mal auf YouTube Erkan und Stefan, Hetnat TV, Stefan und Drogenfahnder. Und da gibt es ein ziemlich ähnliches Interview, was Ali G so gemacht hat. Nur, wie gesagt, wir haben es halt nicht in eine echte Sendung gepackt, sondern es war nur in den Piloten, der nicht ausgestrahlt wurde. Ja, aber wie fühlt man sich, wenn jetzt ein ganz großer von dir was nimmt? Und Tommy Tiernan konnte ich jetzt nicht fragen. Johnny Hollywood wollte auch keine Stellung nehmen.
Er hatte Angst, sein Anwalt hat ihm geraten, dazu nichts zu sagen. Ich muss jetzt sagen, ich habe dieses Material von den Großen quasi hier mal so kopiert und hier reingestellt, weil ich mir denke, naja, Urheberrechte, von denen habe ich ja nicht verletzt. Außer vielleicht, dass die Sender sagen, hey, das ist ja unser Material, aber Leute, da wisst ihr selbst, also wenn ihr mich jetzt abmahnt, weil ich nicht will, dass ihr das Zeug ist ja online, das Zeug ist ja auf YouTube, also kackt nicht rum. So, wie fühlt man sich als ganz Kleiner, wenn die ganz Großen von dir klauen? Alicia Held ist sowas passiert. Und die möchte ich auch mal zu Wort kommen lassen. Alicia nennt natürlich auch keinen Namen. So, das ist bei mir, es ist circa 4-5 Jahre her und ich hatte diese Nummer, wo ich sehr bildlich und schnell sprechend beschreibe, wie Mädchen in der Sandkiste spielen und dann als Gegendarstellung zeige ich dann, wie Jungs spielen. Das ist eine Nummer, die ich sehr geliebt habe und das war halt eine, da gab es immer einen Szenenapplaus. Ich wurde nach den Shows, wenn ich irgendwo gespielt habe, immer auf diese Nummer angesprochen. Es hat mich manchmal sogar ein bisschen geärgert, weil ich dachte, warum loben denn alle, dass ich schnell reden kann? Und naja, aber diese Nummer ist halt wirklich eine Nummer, die immer gelobt wurde von Kollegen, wie auch vom Publikum. Ich habe die sehr gemocht. Ich erinnere mich noch auch, wie ich die geschrieben habe. Das war bei mir im Wohnzimmer mit einer ganzen Flasche Rotwein. Und dann hatte ich plötzlich den Flow und schrieb die runter und war auch total glücklich und habe sie auch direkt nochmal so kurz vorm Spiegel probiert. Und das, also es ist schon eine Nummer, die mir sehr am Herzen lag und auch immer noch ein bisschen liegt, obwohl ich sie wirklich fast gar nicht mehr spiele, wenn dann vielleicht mal als Zugabe oder so. So, nun war es so, dass ich gerade in Bayern unterwegs war. Ich hatte mir mehrere kleine Mixshows aneinandergereiht und ja, wachte auf und sah auf mein Handy und sah, dass da mehrere Leute mich angeschrieben haben. Das waren Nachrichten von mehreren Kollegen. Hast du schon gesehen? Und boah, Alicia. Und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Und ein Kollege schickte mir dann, hat er schon selber schön zusammengeschnitten, meinen Auftritt von 2012 im Quatsch Comedy Club und den Auftritt des Kollegen, der mein Set dann gespielt hat. Und zwar wurde das ausgestrahlt zu ja, einer Hauptfernsehzeit auf einem Fernsehsender, der jedem bekannt ist, in einer riesengroßen Show, also eine große Produktion. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel Geld der Kollege damit verdient hat mit dieser Produktion. Aber der hat bestimmt sehr viel Geld verdient, wie ich noch nie verdient habe. Ja, und dann habe ich das gesehen und der Kollege hat das auch schön zusammengeschnitten. Also das war immer, der besagte Kollege spielt ein Stück aus meinem Set, Schnitt, dann wurde ich da reingeschnitten, wie ich dasselbe mache. Ja, wie habe ich mich gefühlt? Ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist schlimmer, als ich hätte gedacht, dass man sich fühlt. Mir war das schon, es war mir sehr unangenehm. Ich habe mich, ich weiß nicht, mit was ich es am besten vergleichen kann. Aber wenn Menschen erzählen, wie sie sich fühlen, wenn jemand bei ihnen eingebrochen ist, ich kenne das Gefühl nicht, aber die Beschreibung, so dass man weiß, da war jemand fremd, ja, irgendwie so. Also es ist sehr, 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 sehr unangenehm. Das ist vielleicht ein blöder Vergleich. Nein, das ist ein doofer Vergleich. Aber beraubt so und hilflos und was mache ich jetzt? So, damals gab es schon die Gruppe, diese gegen Gag-Claudi-Gruppe bei Facebook und ich habe da kurz drüber nachgedacht, aber ich entschied mich dann doch für den Weg, den Kollegen doch direkt drauf anzusprechen, weil es ja auch, ich würde jetzt nicht sagen Freund gewesen ist, aber ich habe schon einmal nach der Show mit ihm und einer anderen Kollegin haben wir sehr lange noch Bierchen getrunken und gequatscht und Spaß gehabt und gelacht und dann bin ich auch nochmal bei dem Kollegen selbst in der Show aufgetreten. Und habe auch diese Nummer gespielt und bin von der Bühne und weiß sogar noch wortwörtlich, was er gesagt hat. Er hat gesagt, boah, Alicia, ist die Nummer neu? Und ich habe gesagt, ja. Und daraufhin hat er gesagt, die ist super, grandios, Glückwunsch, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Das waren seine Worte. So, also mir ist schon bewusst, dass er die Nummer kannte. Weil viele auch gesagt haben, kann ja sein, dass das irgendwie ein Gagwriter irgendwie bei mir gesehen und ihm verkauft hat. Das glaube ich nicht, dass das der Fall ist. So, also entschied ich mich den Weg der direkten Konfrontation. Also nicht direkt, sondern ich schrieb ihm. So, ich schrieb ihm eine WhatsApp. Ich weiß nicht mehr, wie ich es genau formuliert habe, aber so, hallo, nachdem mich heute mehrere Kollegen drauf angeschrieben haben, angerufen, angeschrieben, mir Links gesendet haben,
weiß ich nun, dass du mein Set gespielt hast und bin sehr enttäuscht und ich möchte bitte, dass du dich dazu äußerst. So ungefähr habe ich es formuliert. Und daraufhin kam dann, fuck, welche Nummer? Und ja, als dann klar war, welche, hat der Kollege gesagt, dass das absolut nicht mit Absicht war und er hätte das auf der hinteren Herdplatte gehabt und er fand die Nummer damals so toll und wollte, es hat ihn inspiriert und er wollte auch was mit Kindern, also über Kinder erzählen und scheinbar hatte er die wohl noch auf der hinteren Herdplatte und das war keine Absicht so. Ob ich das jetzt geglaubt habe oder nicht, ich weiß, dass es möglich ist, dass man mal was gehört hat und es aufgeschnappt hat, aber es war halt, ich fand es schon sehr ähnlich. Es wurde ein bisschen verändert, aber der Grundgedanke war eindeutig derselbe. Die Bewegung am Ende, wie die Jungs mit den Autos spielen, das war 1:1. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass das so alles zufällig passiert ist. So. Ich war damals ein bisschen naiv und frisch im Geschäft und er hat dann auch recht schnell geschrieben, was willst du denn haben dafür? Und dann habe ich gesagt, ich will nichts dafür haben. Hatte dann auch noch irgendwie Stolz und dachte, ich will jetzt kein Geld, aber ich möchte, dass du das irgendwie klarstellst, irgendwo schreibst, hallo, das hier ist nicht meins, sondern von Alicia. Was natürlich völlig utopisch ist, macht ja kein Mensch. Das hat er mir auch so geschrieben, so, das ist mein Business, das mache ich nicht. Der Kollege, wie gesagt, etwas bekannter als ich, etwas sehr viel bekannter als ich. So. Und dann bot er mir, ich glaube, es waren wirklich 100 oder 200 Euro, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber mehr war es nicht an. Ich muss sagen, dass diese Nummer eine Minute lang ist, die ist nicht lang, aber sie ist gut. Es ist eine gute Nummer. Es ist eine, ich weiß nicht, ob das ein guter Wert ist für eine Minute eines Sets, aber ich wollte natürlich kein Geld, ich wollte auch diese Nummer natürlich behalten. So, und ich habe mir Ratschläge geholt, natürlich im Freundeskreis. Und ja, wir haben Freunde reagiert, wie Freunde halt reagieren, Arschloch, wie kann er nur, so. Und dann habe ich mir auch Ratschläge geholt von Menschen, von denen ich dachte, okay, die sind in diesem Business, so von Leuten, die für große Shows buchen zum Beispiel oder für Shows, die jeder kennt, buchen. So, da habe ich auch gefragt und da wurde mir tatsächlich geraten, ja, du verkauf das doch, du hast genug Ideen und du kannst das doch so gut, schreibst halt was Neues. Und dann habe ich das natürlich nicht gemacht und sehr viele Leute haben mir das geraten und hielten zu mir und es hat sich auch sehr, sehr schnell rumgesprochen. Also alle waren auf meiner Seite und haben gesagt, dass das ein Unding ist und dass es eine Frechheit ist und dann kamen Beispiele von Kollegen, denen das auch passiert ist. Dann hat man sich ausgetauscht und im Endeffekt haben wir halt festgestellt, dass wir so ein bisschen da machtlos sind und so ein bisschen, ja, da fehlt einem so ein bisschen die Lösung. Das Ende der Geschichte ist, dass ich ein Entschuldigungsschreiben bekommen habe von der Person und von dem Management und da stand halt wirklich so selbst formuliert, ganz schlicht drinne, dass es leid tue und dass es wirklich nicht extra war und ich hoffe, unser kollegiales Verhältnis hat jetzt keinen Schaden genommen oder das war in der ich habe es auch nochmal per WhatsApp bekommen und das wurde dann unterschrieben von der Person per Hand und ich spiele das nicht mehr, so, das war das Versprechen. Okay, also wenn man auf den anderen zugeht und der andere das dann einem in die Hand verspricht und sagt, wir machen es nicht mehr, dann ist ja alles gut, könnte man meinen. Aber der Schaden ist halt getan, ne? Die Nummer kannst du im Zweifel gar nicht mehr spielen. Oder wie ist es bei dir, Alicia? Ich hatte tatsächlich Angst, dass das passieren wird, dass wenn ich jetzt zum Beispiel im Quatsch Comedy Club Berlin von der Bühne gehe, dass die Leute sagen, gute Nummer kenne ich aber von ihm. Und dass ich dann sage, nee, die hat er von mir und dass die Leute sich dann auf die Stirn tippen und sagen, genau, der klaut bei dir, ja, der kennt dich doch nicht mehr. So. Ist aber tatsächlich nie passiert. Das ist nie passiert. Das Einzige, was Freunde auch gesagt haben, ist, dass ich das besser mache als er. Finde ich aber auch. Und nö, ich habe nicht die Nummer aufgehört zu spielen, weil ich die Freude daran verloren habe. Das auf gar keinen Fall. Die ist nur halt schon sehr alt. Und da sind neue Sachen an die Stelle gerückt. Ja, vielen, vielen Dank, Alicia Held. Ich finde es gut, dass es da noch ein einigermaßen schönes Ende genommen hat. Wobei es natürlich zwischen Kollegen halt auch so ein blödes Misstrauen, so ein Keil treibt. Und das hinterlässt einfach immer einen schlechten Beigeschmack. Und vor allem dieses Gefälle ist halt das Problem, ne? Da sind die Großen und da sind die Kleinen. Und im Zweifel traut man sich vielleicht auch nichts zu sagen, weil man ja doch immer noch
die Hoffnung hat, wieder da den Fuß in die Tür zu bekommen, bei den großen Comedians vielleicht mal in deren Sendung gebucht zu werden, vielleicht mal einen Gastauftritt zu bekommen. Und dann sagt man nichts und man möchte sich ja gut stellen. Das ist fast so eine kleine MeToo-Geschichte, wo natürlich auch die Machtstellung des anderen ausgenutzt wird und man lässt sich Dinge gefallen, die man sich unter normalen Umständen nicht gefallen lassen würde. Ja, es gab auch noch ein paar andere Comedians, denen das auch passiert ist. Manche haben gesagt, will ich jetzt nicht drüber sprechen. Manche sagen auch, ist mir zu blöd, es interessiert mich nicht mehr. Ich bin drüber hinweg oder ich will die alte Scheiße nicht nochmal hochkochen. Ich möchte aber nochmal dazu sagen, es geht mir hier gar nicht groß um dieses Fingerpointing und sagen, das sind die Bösen und wir sind alle die Guten. Und deswegen habe ich jetzt hier auch auf Namensnennungen verzichtet, bis auf die Fälle, wo es einfach bereits auch in den Medien war und wo es öffentlich gemacht wurde und wo auch eben Preise zurückgegeben werden mussten. Und ich möchte noch eine zweite Sache dazu sagen. Viele große Comedians, die müssen im Fernsehen liefern und beschäftigen deswegen auch Autoren und die vertrauen darauf, dass die Autoren sauberes Material liefern. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie es oft gutgläubig erwerben, dass sie denken, der Autor hat sich das selbst ausgedacht. Der Autor hingegen hatte wahrscheinlich selbst auch Abgabedruck, musste liefern und hat sich wahrscheinlich in seiner Verzweiflung irgendwo in eine Comedy-Show reingesetzt und hat bei den jungen Talenten und den namenlosen Newcomern einfach gute Gags mitgeschrieben. Und ein guter Gag ist was wert, Leute. Das kann ich euch sagen. Manche Comedians, die leben, die bauen eine ganze Karriere auf einer Handvoll guten Witzen auf. Und wenn die nicht von ihnen sind, sondern einfach unredlich von anderen Comedians, die wehrlos und tatenlos zusehen müssen und sagen, na toll, das wäre meine Chance gewesen, das hätte jetzt ich sein können da oben. Und es tut mir wahnsinnig leid, weil da gehen, wir Comedians sind sowieso sensible Menschen. Manche stehen auf der Bühne und schütten ihre Gefühle aus und manche sind auch viel zerbrechlicher, als man annehmen mag. Und ich glaube, da können manche Menschen, wenn sowas passiert, können sie auch daran kaputt gehen. So, ja, das war mein Themenpodcast heute. Thema Gag-Klau. Wie gesagt, wenn ihr auch in die Entstehung von Gags und wie es passieren kann, dass Leute auf den gleichen Gag kommen, wenn ihr euch dafür interessiert, hört euch mal den Podcast von David Grasshoff an. Podcast ohne Sinn und Verstand, den findet ihr auch auf Apple und weiß nicht wo sonst noch. Folge 26 ist diejenige welche. So, am Freitag bin ich jetzt übrigens in München in der 089-Bar beim Comedy City Battle. Da treten drei Comedians aus München gegen drei Comedians aus Wien an, das wird lustig. Und am Samstag bin ich in Burghausen, kommt zur Comedy-Nacht des Grauens, das wird auch sehr schön. Und am Samstagabend kommt auf ProSieben um 20.15 Uhr mein bester Streich, wo John und ich beide quasi in Zivil uns gegenseitig Streiche spielen. Das könnte witzig werden. Und dann bin ich nächste Woche, sind wir wieder bei Genial daneben und zeichne nochmal zwei neue Folgen auf. Genau, das wird meine Woche sein. Ich werde jetzt mich vorbereiten auf die Comedy-Lounge-Woche, die in der nächsten Woche folgt. Und dann möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass im Mai, am 8. Mai, findet die Comedy-Lounge für Gehörlose statt, beziehungsweise für Hörende und Hörbehinderte. Und da haben wir einen Gebärdendolmetscher dabei und dafür gibt es noch ein paar Tickets. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere ein bisschen Werbung dafür machen würde. Schaut mal bitte auf Facebook unter Comedy Lounge Barrierefrei oder im Takelgarn-Theater. Das Ganze findet in Düsseldorf statt. Wir können die Werbung wirklich dringend brauchen. Es ist ein extrem teures Projekt, da Gebärdendolmetscher was kosten, die Comedians kosten Geld, es passen nicht viele Leute in dieses Theater rein. Dafür haben wir auch einen Sponsor, der uns Gott sei Dank unterstützt. Das ist Hörwelt 24 und auch das Leonardo Hotel in Düsseldorf supportet uns wieder. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und wenn ihr jemanden habt, der im Raum Düsseldorf, Essen, wo auch immer lebt und da vielleicht hinfahren möchte und Comedy erleben, live mit Comedians auf der Bühne und Gebärdendolmetscher, dann gebt ihm doch diesen Tipp. Teilt das Ding, empfehlt es weiter, sagt es weiter, beziehungsweise schreibt es weiter, ist wohl schlauer.
Vielen Dank dann noch an Hartig Timepieces, die mich unterstützen. Und vielen Dank an meine Unterstützer auf patreon.com, Leute, die diesen Podcast unterstützen. Und da freue ich mich, wenn es noch mehr Leute tun würden. Geht mal auf patreon.com/Florian Simbeck, Schlimmbecks Podcast, kann man mit einer kleinen Spende supporten. Vielen Dank an meine Schlimmbäckchen, Ben Schlimmbeck, Andreas Hartig, Douglas Stahl, Alex van Laak und, hier kommt die Fanfare, Dennis Place. Okay, und was noch ganz wichtig ist, Leute, meine Comedy Lounge in Fürstenfeldbruck, die findet auch bald statt, und zwar am 24. mit Jochen Prang, Ingrid Wenzel und Jacqueline Feldmann. Die sind auch die folgenden Tage dabei in Altenau, Schongau, Augsburg, Ingolstadt und Dachau. Aber Fürstenfeldbruck ist eben brandneu. Das müssen noch ein paar Leute erfahren. Genau. Wenn ich weiß, wo Fürstenfeldbruck ist, ist es in der Nähe von München. So, das war's von mir. Das war Schlimmbecks Podcast für diese Woche. Diesmal ein themenlastiger Podcast. Vielen Dank an alle Comedians, die mitgemacht haben. Alicia Held, manche, die gesagt haben, sie möchten nichts dazu sagen, haben mich trotzdem inhaltlich unterstützt und haben mir erklärt, wie das Ganze bei ihnen passiert ist. Vielen Dank auch an Lisa Koos und genau, passt auf euch auf, kommt gut ins Wochenende, genießt das Wochenende und hört nächste Woche wieder zu, wenn es wieder heißt Schlimmbecks Podcast. Und wenn ihr wollt, dann hinterlasst mir doch bitte auch eine gute Bewertung. Ein paar Sternchen wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, ich habe bis jetzt nur eine einzige Bewertung auf Apple Podcasts, obwohl ich doch ein paar hundert Hörer habe. Also lasst doch mal ein paar Sternchen da oder schreibt, was euch gefällt. Oder schickt mir irgendwelche Fragen, dann können wir interagieren. Ich bin für euch da. Peace out, das war's von mir.